besten Skiresorts im Alpenraum? Wer hat die aufregendsten Pisten? Wer die komfortabelsten Lifte? Und wo liegen die Après-Ski-Hotspots? Rechtzeitig zum Winterstart gab es dazu kompetente Antworten. Bei der feierlichen Awardverleihung zur Studie Best Ski Resort 2014 in Zürich. 48.000 Skifahrer und Snowboarder in 55 ausgewählten Top-Skigebieten in Österreich, Deutschland, Frankreich, Italien und der Schweiz werden dafür im Zwei-Jahres-Rhythmus befragt. Für uns war es natürlich extrem wichtig, dass wir natürlich wissen, wie ticken eigentlich unsere Leute am Berg. Und das hat uns eigentlich dann veranlasst, übergreifend über die ganzen Alpen in den wichtigsten Skigebieten einfach solche Studien durchzuführen, um auch da Entwicklungen ablesen zu können, was wird sich da in Zukunft verändern, damit wir einfach in einem sehr starken Verdrängungswettbewerb auch erfolgreich weiter bestehen können. Die Ergebnisse der Studie gelten für Bergbahnen quer durch den Alpenbogen als wichtige Orientierungshilfe zur Qualitätssteigerung und Produktentwicklung. Ja, mittlerweile sehen wir eigentlich sehr stark aus den Entwicklungen heraus, dass wir eine große Anzahl von Neuankömmlingen haben. Das sind also sehr viele Skifahrer, die jetzt nicht mehr so loyal sind wie früher, sondern permanent eigentlich wechseln. Und da muss man sich auf diese neuen Situationen natürlich einstellen, weil diese Leute natürlich auch qualitätsbewusster sind. Die sind natürlich etwas kritischer, sind meistens auch etwas jünger schon mittlerweile. Und da ist halt wichtig, dass man wirklich vom First Impression, also vom ersten Eindruck bei der Bahn bis zu den Orientierungssystemen in den Skigebieten einfach da ein bisschen umdenkt.